Wusstest du, die Fixies sind klitzekleine Wesen. Sogar mit einer Lupe sind sie fast nicht zu sehen. Es ist fast nicht zu glauben, sie sind so winzig klein. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. SMS. Hey, die Luft ist rein. Oh, sieh mal hier, ein Handy. Vielleicht hat Tom es ein neues bekommen. Oh, wow. Moly, kalt. Wie toll. Oh. Komm zurück. Das ist nicht meins. Oh, Kathi hat es hier vergessen. Kathi! Kathi! Sie ist weg. Schon zu spät. Oh, eine SMS ist angekommen. Du willst sie doch nicht etwa lesen? Natürlich nicht. Aber was, wenn es wichtig ist? Tom Thomas, wag es nicht, ihre Briefe zu lesen. Aha, sehr interessant. Ach nee. Hier sind ja Tonnen von Nachrichten. Hey, Nolik, du gehst und lenkst ihn vom Telefon ab. Aha. Kaubacke, hey! Ich bin's, dein Kumpel Nolik. Hey, du! Backe, hör es auf. Hör auf, das reicht jetzt mit dem Bellen. Raus jetzt mit dir, sofort. Geschafft. So, jetzt ist es abgeschaltet. Was soll das? Eben ging das Handy doch noch. Oh, dann hast du es wohl kaputt gemacht. Wie? Habe ich nicht. Hast du wohl. Na ja, Tom Thomas, jetzt musst du es wohl Kathi so zurückgeben. Wie kann denn das sein? Das ist passiert, weil du die Nachrichten von anderen gelesen hast. Es war nur eine SMS. Eine SMS ist nichts anderes als ein Brief. Sie ist bloß kürzer. Leute senden SMS mit ihren Handys. Und deswegen ist es gemein, jemandem ins Handy zu schauen und dessen SMS zu lesen. Das ist wie, als wenn man Briefe von jemandem lesen würde. Und deswegen haben wir Fixies immer unsere Kopfhörer auf, wenn wir in einem Handy arbeiten, falls jemand anruft. Auf diese Weise hören wir nicht die privaten Gespräche anderer Leute. So etwas gehört sich einfach nicht. Ich verspreche es, ich werde nie mehr Nachrichten anderer lesen. Aber davon wird das Handy auch nicht wieder heil. Und jetzt? Sagen wir ihm die Wahrheit? Keine Sorge, Tom Thomas, denn wir haben es ausgemacht. Und jetzt werden wir es anschalten. Siehst du, die Kontakte berühren sich nicht. Wir schreiben einfach eine Nachricht an die Fixies bei Kathi. Die können es sicher reparieren. In jedem Zuhause leben Fixies und sie haben immer sehr viel Arbeit zu erledigen. Erst spinnt das Fernsehgerät, dann geht die Türklingel kaputt, die Waschmaschine gibt ihren Geist auf oder das Telefon will nicht klingeln. Und außer all dem müssen Dinge aufgeräumt und geölt werden. So wie zum Beispiel die Küchengeräte oder Kinderspielzeug und solche Sachen. Moderne Haushalte sind voll von allerlei Apparaten. Und deswegen müssen Fixies Tag ein und Tag aus arbeiten. Leider kann die viele Arbeit die Fixies oft sehr in Anspruch nehmen. Und so vergessen sie ihre Fixie-Verwandten und ihre Freunde, die in den Nachbarshäusern und Wohnungen leben. Und das gehört sich nicht. Genau wie Menschen müssen Fixies sich gegenseitig öfter besuchen gehen, sich Briefe schreiben oder sich wenigstens Grüße senden. Wieder. Ihr seid
seid die Besten. Jetzt kann ich Kathi anrufen und ihr sagen, dass ihr Handy hier ist. Thomas, rufst du an? Ja. Und wen denn? Kathi? Und wo ist ihr Handy? Oh.